Moinsen Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rap Straight. Ja, ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht und zwar haben mich viele Leute immer gefragt in meinen Livestreams oder auch auf Instagram. Sonic, ich habe da ein Bild gesehen, da hast du irgendwie 800 Euro in einem Tag verdient und danach postest du ein Bild, da schreibt jemand, er hat in 3 Tagen 1000 Euro verdient. Wie geht das? Wie ist das möglich? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Jemand anders fragte mich, ob ich das zum Beispiel mit Bitcoins gemacht habe. In meinen Livestreams haben wir zum Beispiel sehr oft über Bitcoins diskutiert, auch über Kryptowährungen an sich. Und ich muss sagen, dass das Geld, was ich damit verdiene, hat momentan nichts mit Krypto zu tun, sondern mit Forex-Trading. Forex ist quasi Devisenhandel, also man tauscht Währungspaare gegeneinander aus. Ich mache gerne mal ein Beispiel, was vielleicht mit dem Bitcoin greifbar ist. Und zwar, wenn ich meine Euros gegen Bitcoin tausche, dann warte ich ja, bis der Wert des Bitcoins steigt, tausche wieder zurück und habe mehr Euros als vorher. Genauso kann man das mit den altbewährten Währungen machen, sprich Schweizer Franken, Euro, US-Dollar, kanadische Dollar, britischer Pfund, was es auch immer gibt, die kann man genauso gegeneinander hin und her tauschen und dann warten, bis der Wechselkurs sich verändert und dann tauscht man halt wieder zurück und hat entweder mehr oder weniger Geld als vorher. Natürlich ist es immer besser, wenn man mehr Geld hat als vorher, das ist unser Ziel und das kann man lernen, ja. Also man kann quasi lernen, wie man sich diese Charts angucken muss. Charts sind quasi diese Bilder, die kennt ihr, da gehen immer so die Pfeile hoch und runter und da seht ihr quasi, wie der Kurs sich bewegt und man kann lernen, wie man sich die anguckt, damit man vorhersagen kann, wie bei der Wettervorhersage, wird das Wetter morgen gut oder schlecht. Und dementsprechend handelt man dann mit seinem Geld hin und her und hat dann aus seinem bisschen Geld noch etwas mehr Geld gemacht, aus seinem etwas mehr Geld macht man dann noch mehr Geld und dann noch mehr Geld. Ja, warum ist das so profitabel? Und was bringt uns das natürlich? Es bringt uns natürlich nicht nur einfach mehr Geld, es bringt uns auch mehr Freiheit im Leben. Also ich muss, um das zu arbeiten, nicht auf irgendeine Arbeit fahren, irgendwo hinfahren, sondern ich kann das zu Hause machen, entweder mit dem Handy auf dem Sofa oder mit dem Laptop oder ich setze mich vor meine 3 Monitore, die hier vor mir stehen und mache das da. Wichtig ist, dass man halt eine Ausbildung genießt. Das Problem ist, viele Leute haben kein Geld. Sie sagen, ich habe kein Geld, um da einzusteigen. Ich muss ja da erstmal was investieren. Und das ist auch das Problem unserer Gesellschaft momentan. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch Der Cashflow-Quadrant kennt. Da geht es darum, wie die Gesellschaft momentan eingeteilt ist. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. 95% der Menschen sind entweder Angestellte oder Selbstständige. Das heißt, sie tauschen Zeit gegen Geld. Das heißt, ihr fahrt zur Arbeit 8 Stunden, arbeitet dort und bekommt dafür euer Geld. Ist nicht ganz profitabel, weil ihr meistens auch wenig Aufstiegsmöglichkeiten habt. 95% dieser Menschen haben halt 5% des Geldes auf der Welt. So, das heißt, die meisten Menschen arbeiten für ihr Geld, bekommen ihr Geld. Dann gibt es natürlich noch die Kehrseite, das sind die Unternehmer und die Investoren. Das sind 5% der Menschen und die haben 95% des Geldes. Jetzt fragt man sich, auf welcher Seite will man stehen? Wollt ihr 40 Jahre lang arbeiten gehen, um dann 40% von eurer Rente zu erhalten? Also ich überlege mir das, ob ich das noch will, weil ich habe jetzt hiermit angefangen und ich sehe, wie profitabel das ist und wie viel Spaß es auf jeden Fall auch macht, das zu arbeiten, was man gerne möchte. Ja, deswegen versuche ich auf die Unternehmer- und Investorseite zu kommen, das heißt, ich lasse mein Geld für mich arbeiten, das heißt, ich fange mit einem kleinen Betrag an. Man muss leider am Anfang was investieren, also ihr müsst dann schon mal 500 bis 1000 Euro erstmal in die Hand nehmen, so viel sei gesagt, und ihr müsst 18 Jahre sein, das so viel muss auch gesagt sein. Ihr nehmt das Geld in die Hand, investiert das, beziehungsweise steckt es in euren Broker und dann könnt ihr damit anfangen zu traden. Gut, mit 1000 Euro ist man nicht direkt reich, aber man kann ja aufbauen. Das heißt, wenn man jeden Monat sich etwas aufbaut, immer mehr macht, dann kann man das Geld ja wieder reinvestieren und wieder noch mehr Geld machen. Das heißt, es dauert 1, 2, 3 Jahre, bis der Cashflow wirklich anfängt zu laufen und bis man dann, wenn man es richtig macht, auch irgendwann davon leben kann. Ja, also es ist wirklich so. Ich sehe das bei meinen Kollegen, der Florian zum Beispiel, der mich in dieses ganze Business hier quasi eingeführt hat. Kennengelernt habe ich das durch den Tim. Das ist aber eine andere Geschichte, kann ich euch irgendwann mal erzählen, wenn ihr das mögt. Der hat letztens an einem Tag 4.900 Euro verdient. An einem Tag. Da müsste ich 2 Monate verarbeiten gehen. Das ist krank. Das ist einfach krank. Ja, jetzt habe ich schon den Florian erwähnt. Der hat mit seinem Kollegen ein Bündnis zwischen 2 Firmen geschaffen, was richtig, richtig cool ist. Ich erkläre euch das mal kurz. Die eine Firma,
die macht Bildung, ja? Also da könnt ihr euch einloggen und alles über Forex und bald auch Krypto lernen, was sehr, sehr wichtig ist. Weil wenn ihr keine Ahnung habt, verliert ihr nur. Dann verkackt ihr und verhaut euer ganzes Geld, ihr verbrennt euer Geld und das wollt ihr nicht. Ihr wollt ja euch Wissen aneignen und ihr wollt so viel wie möglich natürlich verdienen mit eurem Wissen. Das heißt, ihr loggt euch in eine Seite ein und habt einen Videokurs, der geht bis zu 75 Stunden, was wirklich sehr, sehr viel ist. Und in diesen 75 Stunden lernt ihr alles. Ihr könnt in eurem Tempo lernen. Manche büffeln das in 2 Wochen durch, ja. Manche brauchen ein ganzes Jahr, um das zu lernen. Ist ja auch vollkommen egal, weil ihr schon direkt von Anfang an, sobald ihr die ersten Basics drauf habt, Geld verdienen könnt. Jetzt denkt ihr, okay, wie soll ich denn jetzt Geld verdienen, wenn ich noch keine Ahnung von gar nichts habe? Diese Firma, die hat eine App. Und mit dieser App, ich könnte euch das jetzt gerade zeigen, allerdings nehme ich mit meinem Handy auf. Mit dieser App bekommt ihr Signale von Profi-Tradern, die auch bei dieser Firma angestellt sind, auf euer Handy. Das heißt, dann kommt so ein Fensterchen, das sieht ein bisschen aus wie bei Tinder. Da steht dann Trade von Max Mustermann, das ist einer der Profi-Trader, der das hauptberuflich macht. Der sagt euch, tauscht doch mal so und so viel von deinen Euros gegen US-Dollar zum Beispiel. Und wenn du dann so und so viel Gewinn hast, schließt du den Trade und kannst den Gewinn behalten. Das steht in dieser App. Da gehst du einfach hin, kopierst diese 3 Zahlen, also den Einstiegspreis und sowas, kopierst du in deinen Broker-Account rein, das, was du auch auf deinem Handy als App hast, ja. Du kopierst es einfach da rein, drückst Trade senden und zack ist der Trade am Markt und du hast schon wieder Geld verdient. Ganz einfach. Was das Coole daran ist, nicht, dass ihr von vornherein direkt Geld verdienen könnt, sondern dass ihr lernt. Ihr seht, wie macht der Profi das. Ihr guckt den Chart an und er zeichnet so Pfeile ein. Dann seht ihr, aha, okay, daran erkennt er, der Kurs wird nach unten gehen. Jetzt muss ich so und so traden. Das verbindet ihr einfach mit der Akademie, wo ihr lernen könnt. Und zack, könnt ihr euch ein ganz eigenes Einkommen aufbauen, wo ihr, egal wo ihr auf der Welt seid, immer euer Geld verdienen könnt. Der Tim hat mir letztens eine Geschichte erzählt, sein Kollege, der reist von A nach B den ganzen Tag um die Welt und der hat dann irgendwie am nächsten Tag kein Geld mehr für einen Flug, dann setzt er sich eine Stunde an den Strand, tradet etwas, hat sein Geld für einen Flug zusammen, geht zum Flughafen und fliegt ins nächste Land. Das ist möglich damit. Und deswegen bin ich auch so begeistert davon, deswegen mache ich jetzt auch ein Video, weil ihr gerne daran teilhaben könnt. Ich habe unten in der Beschreibung ist ein Link für eine WhatsApp-Gruppe. Das ist die WhatsApp-Gruppe für mich, also meine Trading-Gruppe. Da sind ein paar Arbeitskollegen drin und ein paar Freunde. Da könnt ihr gerne joinen und könnt einfach mal nachfragen, wenn ihr Interesse habt. Natürlich könnt ihr auch www.rapsplay.de überall Kontaktinformationen zu mir finden und ihr könnt euch melden, wenn ihr darüber mehr wissen möchtet und darüber mehr erfahren möchtet. Dann zeige ich euch natürlich alles. Jetzt gibt es natürlich auch faule Leute unter euch. Die sagen, oh, da muss ich jetzt die Akademie machen. Ich habe gedacht, ich kann irgendwie im Schlaf Geld verdienen. Und das geht wirklich, ja. Wir haben eine zweite Firma, dort ist ein Profi angestellt, beziehungsweise sind 3 Personen, die sind seit 15 Jahren hauptberufliche Trader. Die verwalten Gelder für Aktiengesellschaften und sowas und diese Dudes, die können ihr Konto mit deinem und mit meinem Konto miteinander verbinden, ja. Das heißt, ich habe mein Konto mit diesen Profi-Tradern verbunden und mein Broker-Konto macht alles das, was der Profi macht. Der Profi, der kann kein Geld von mir abbuchen. Der kann auch nicht mit meinem Geld sich ein Fahrrad kaufen gehen. Kann er nicht machen. Er kann nur das, was er mit seinem Konto macht, auch mit meinem Konto machen. Das ist wirklich genial, Leute. Das heißt, ich gebe mein Geld dem Broker, beziehungsweise ich lege mein Geld auf mein eigenes Brokerkonto, wo nur ich Zugriff drauf habe, verbinde das mit dem Profi und der Profi arbeitet ja sowieso, weil er ja sein Geld auch ertradet. Und mein Konto macht es ihm einfach nach, proportional. Das ist wirklich der Wahnsinn. Da kann man wirklich im Schlaf schon Geld verdienen. Natürlich muss man eine Investition tätigen, aber wie gesagt, das Geld liegt bei eurem Broker. Das sind gesicherte Broker, die auch wirklich allen Richtlinien bestehen. Also da kann man wirklich keine Angst haben, dass irgendwer irgendwas mit deinem Geld macht. Nur du hast Zugriff drauf. Du meldest dich auch selber dort an mit deinen eigenen Passwörtern und sowas. Also du gibst nicht mir das Geld, du gibst nicht der Firma das Geld und du gibst nicht dem Trader das Geld. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht, ja. Ihr arbeitet mit eurem eigenen Geld. Also habt ihr quasi 3 Sachen, womit ihr schon anfangen könnt, eigenes Geld zu verdienen. Das heißt, ihr macht die Bildung, ihr macht den kompletten Online-Kurs, könnt damit selber traden. Das übt ihr natürlich am Anfang erstmal auf dem Demo-Konto. Währenddessen habt ihr die Trades, die auf euer Handy geschickt werden, die ihr euch anguckt und sagt, aha, guck mal hier, damit kann ich Geld verdienen. Und ihr lasst den Profi-Trader direkt mit eurem Geld traden, habt so schon von Anfang an Profite, was ihr dann auch wieder reinvestieren könnt, ja, Zinseszins. Also seid ihr quasi schon als Investoren tätig
und könnt somit eure Zukunft selber bestimmen. So, ich habe jetzt noch ein ganz dolles Experiment für euch vorbereitet. Die meisten sagen jetzt, okay, Pics or didn't happen, kann ich wahr machen. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, ich werde einen deutschen Sprechgesangskünstler das alles erklären, was ich hier mache. Und mit diesem Künstler werde ich quasi das Experiment durchführen. Das ist jemand, er hat keine Ahnung von Trading, er hat keine Ahnung von Investments tätigen, was ich vor ein paar Monaten auch nicht hatte. Und er hat wirklich keine Ahnung von Forex oder Krypto-Trading, ja. Mit dieser Person werde ich alles zusammen einrichten, sprich also ein Brokerkonto einrichten, weil man das ja sowieso nicht von Anfang an so einfach alleine kann und natürlich anmelden, damit sie die Bildung nutzen kann. Ja, und diese Person, dieser Rapper, wird dann quasi live mit euch die Ergebnisse teilen, ja, also über Instagram oder YouTube oder Twitch oder Twitter, was auch immer es da alles für Social Medias gibt, wo die Person, dieser Rapper, diese ganzen Follower hat, sie wird es mit euch teilen und euch die Profite zeigen, ja. Also ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr gerne sehen würdet als Investor oder als angehenden Forex-Crypto-Trader, ja. Also ich bin da gespannt, wen ihr vorschlagen würdet. Ich habe da schon jemanden im Kopf, das wird euch bestimmt alle überraschen. Und wenn ihr natürlich auch Lust habt und sagt, hey, ich würde gerne an dem Experiment teilnehmen, kannst du mir das zeigen? Dann kann ich euch natürlich einfach mal ermuntern, in die WhatsApp-Gruppe zu gehen und da mal reinzuschreiben. Da quatsche ich euch mit euch ein bisschen, stellt euch mal kurz vor. Wichtig ist, dass ihr 18 Jahre seid und ihr müsst bereit sein, ein Investment zu tätigen. Beziehungsweise ihr braucht mindestens 500, am besten 1000 Euro, die ihr habt, die ihr auf eurem Broker legen könnt, womit ihr traden könnt, beziehungsweise womit der Profi dann anfangen kann zu traden, ja. Ihr selbst übt ja erstmal auf dem Demokonto, das ist ganz wichtig, damit ihr kein Geld verbrennt, aber schon von vornherein Geld verdient, ja, das ist ganz wichtig. Also, solltet ihr nicht 500 bis 1000 Euro haben, dann würde ich euch raten, so langsam mal eure finanzielle Situation zu überdenken, denn ihr wollt ja bestimmt auch mal irgendwann Geld zurücklegen, ihr wollt ja bestimmt mal ein Haus kaufen, ihr wollt ja bestimmt mal eine schöne Rente genießen oder vielleicht auch schon mit 50 in Rente gehen können, dann wäre es ganz ratsam, dass ihr vielleicht mal auch mich anschreibt und sagt, hey, ich würde gerne mitmachen, ich habe allerdings noch nicht so viel Geld, ich habe nichts beiseite, ich komme mit meinen Finanzen gar nicht rum, dann könnt ihr mich auch gerne mal anschreiben, dann quatschen wir mal darüber, was man da machen kann und da kann ich euch bestimmt auch in irgendeiner Weise helfen, ja. Also in jedem Fall könnt ihr auf jeden Fall mal in die WhatsApp-Gruppe reinkommen und euch melden. Im nächsten Video werde ich dann quasi mit dem Rapper alles machen, euch noch ein paar Fragen beantworten, dem Rapper Fragen beantworten und ab da wird das Experiment dann starten, was ihr dann bei mir und bei dem Rapper dann verfolgen könnt. So, ich hoffe, ich habe nicht zu lange gequatscht. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, lasst es mich wissen. Schreibt mal Feedback in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht gibt es Leute, die auch wirklich schon selbst traden und schon selbst am Markt aktiv sind und ich mir vielleicht auch noch ein paar Tipps holen kann. Wäre sehr, sehr cool. Ich habe letztens zum Beispiel Caesar davon erzählt und er sagt mir, Alter, ich bin schon seit Monaten am Traden, das ist voll geil. So, und dann haben wir uns auch so ein bisschen ausgetauscht. Und auf jeden Fall richtig cool. Also wenn ihr Interesse habt, bei dem Experiment selber mitzumachen, dann schreibt mir gerne. Und wenn ihr das Experiment erstmal etwas verfolgen möchtet, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und da bin ich gespannt, was ihr denn dazu sagt und wie euch das gefällt. So, ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch ein bisschen Mut für die Zukunft machen, dass vielleicht der ein oder andere denkt, boah, geil, das klingt voll cool. Ich möchte in der Zukunft auch sowas machen und damit mein Geld verdienen, vielleicht frei sein, reisen gehen zu können oder mein eigenes Business zu starten. Wie auch immer, was ihr mit eurer Zukunft vorhabt, ob ihr ein Unternehmen gründen möchtet oder vielleicht eine Hilfsorganisation, was auch immer. Ich wünsche euch alles Glück der Welt. Wir sehen uns demnächst wieder bei den Livestreams und natürlich auch auf den YouTube-Videos. Ich mache jetzt viel VBT-Videos und natürlich auch Gaming kommt noch dazu. Geht alles demnächst wieder weiter. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt mir treu und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Stay Bam, tschüss! Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und das spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.